So, willkommen zurück zu Darksiders. Mensch, wir sind schon wieder in den Aschelanden. Und ich weiß leider nicht genau, wo uns hier jetzt irgendwelche Truhen fehlen, weil hier... Ey, so war das. Hallo? Oh. Kann ich das hier mit der Maus irgendwie... Nö. So. Man sieht leider überhaupt nicht, wo man schon war. Irgendwie doof. Ah. Ich wüsste eine Stelle, wo ich gerne nochmal hin möchte. Das sah cool aus. Und zwar... Ist das hier? Ich glaube fast schon. Ja, genau hier wollte ich nochmal hin. So, einmal hoch. Einmal hier lang. Denn ich möchte gerne einmal hier rüberspringen. Hat ja wunderbar funktioniert, wa? Ich hätte vielleicht doch erst vom Pferd absteigen sollen. Sogar noch auf dem Pferd gelandet, sehr gut. Da oben war nur ein Artefakt, glaube ich. Kannst du dich bitte... Danke. Momentan sehe ich noch keinen Grund, mich aufs Pferd zu setzen. Ich sehe allerdings auch irgendwie keinen Grund, überhaupt hier zu sein. Das ist einfach nur, damit man wieder zurückkommt, hm? Ach nee, Moment. Okay. So. Ach krass. Wahrscheinlich war... Doch, Abgrundrüstung. Das heißt, wir haben jetzt 7 von 10. Sauber. Hm, da vorne kommen wir immer noch nicht durch. Was ist das da vorne? Kommen wir da einfach hin? Eigentlich ja schon. Ja, machen wir eine kleine Erkundungsrunde mal, wa? Ach so, das ist hier. Okay. Brauchen wir hier zumindest eigentlich doch nicht mehr hin. Das ist eigentlich der Rückweg. Das heißt, ich kann euch jetzt auch diese Folge endlich mal zeigen, wo dieses kleine Stück, was durch die Aufnahme verloren gegangen ist. Kann ich euch den kleinen Weg auch nochmal zeigen, weil sich ja einige beschwert haben. Oha. Wieso muss man denn hier zu Fuß laufen? Voll überflüssig. Ah, wir könnten mal wieder ein paar Seelen ausgeben. Seek Souls. So. Fluch. Generiert auf natürliche Weise mit der Zeit Zorn. Benutzen wir eh nicht. Erhöht den Schaden. Das wäre jetzt nicht schlecht. Ich hole mir ein paar davon. Zehntausend. Heftig. Artefakte tauschen. Luftsensenklinge, Klingengeisier, ja. So. So. Weise, wie du mächtig bist. Silita, habe ich gemocht. Wie schade. Oh. So ein Arsch. Das konnten wir doch vorher auch schon, oder? Hm. Wurscht. Na gut. Wir könnten jetzt natürlich auch das Schlangenloch benutzen, aber ich soll euch ja zeigen, wie ich da hingekommen bin. Also müssen wir jetzt wohl übel hier lang gehen. Also beschwert euch bei denen, die sich beschwert haben, wenn ihr das nicht sehen wollt. Ach du Scheiße, der Mist wieder. Ich meine mich gerade dunkel zu erinnern, dass ich diese Stelle nicht mochte. Kann ich nicht einfach... Fuck. Selbst wenn ich mich befreie, falle ich doch runter, oder? Warum kann er mich nicht wenigstens nach drüben werfen?
könnte natürlich auch einfach den als einzigen abschießen. Hat sogar funktioniert. Nice. So. So, jetzt hier so hin. Was anderes gab es hier eh nicht. Ich bin ein großer Fan von unserem neuen Schwert. Also es ist eigentlich das alte Schwert, aber es sieht cooler aus. Es ist nur so ein leichter magischer Dunst drüber. Einfach so eine dicke, fette magische Schicht. Richtig übertreiben. So funktioniert das. Wups. Da war nichts hinter. Ich glaube, man muss einmal nach hinten runterspringen, ne? Ich meinte eigentlich noch ein bisschen weiter. Nein. Ihr hättet mich jetzt so gehasst, wenn ich dann nochmal rüber geklettert wäre, oder? Kommen wir von da überhaupt wieder zurück? Frage ich mich gerade. Ja, doch, müsste eigentlich gehen. Wumps. So muss man, kann auch nichts nach hinten sehen. Einmal kurz hier rein als Zwischenstopp. So. Das war schon besser. So. Oh. Seht ihr das da hinten auch? Das wäre auch zu einfach gewesen, wa? Einmal bitte hoch. Braves Mistvieh. Habe ich die übersehen oder ist die einfach wieder zu? Blutbad. Krieg wird mehr und mehr von Hass erfüllt und generiert so noch schneller Chaos. Ja. Klingt ja lustig. Ist das auch legendär, wenn ich mal fragen darf? Was ist denn das? Herz des Auserwählten. Abgrundrüstung. Was ist da rechts noch von Abgrundrüstung, frage ich mich. Nee, das ist nicht legendär. Ich habe mich auch gewundert, das war einfach zu einfach versteckt. Und ich habe es trotzdem nicht gefunden. So, jetzt dürften wir an der Stelle sein. Ich glaube, hier ging dann die Folge damals wieder los. Oder ein bisschen weiter hinten vielleicht sogar noch. Genau. Und den Teil hier kennt ihr, glaube ich, noch nicht. Mein Controller vibriert gerade, als würde hier irgendein Riese rumlaufen. War der da auch schon da? Hä? Ist das nicht der Miniboss, dieser Kerkermeister? Was macht der denn hier? Hey! Was machst du hier? Cheater! Ich weiß auch gar nicht mehr, was bei dem nochmal war. Musste man dann nicht irgendwie auf diese Eiterbeulen schießen eigentlich? Ja. Langweilig. Entsprechend ist er jetzt auch noch nicht tot. Nein, nein. Au. Ich hätte ja ganz gerne mal ganz kurz meine Kette. Ich möchte mal kurz auf der... Ich habe längst ausweichen gedrückt, aber okay. Das wundert mich jetzt etwas, dass der wieder da ist. Vor allem wäre es da eingesperrt. Seht ihr das? Sehr seltsam, dass hier jetzt auch plötzlich einfach ein Miniboss nochmal auftaucht. Au. Ich sehe vor allem auch gar nicht, ob der mal Leben verliert oder nicht. Das ist irgendwie schwer zu sagen.
Oh. So war es nicht geplant. Jetzt wirft diese scheiß Stange weg. Boah, der Krieg immer, wisst ihr? Der auch mal. Hallo. Das ist schon zum zweiten Mal die Verwandlung. Hallo. Aber der macht ja auch nichts mehr irgendwie. Er greift mich auch nicht an. Der stöhnt immer nur rum. Tut so, dann macht er doch nichts. Aber er stirbt eben auch nicht. Ach, ich habe auch noch einen anderen Angriff. Ich komme gerade irgendwie nicht damit klar. Okay, keine gute Idee. Aber immerhin greift er jetzt wieder an. Das gibt einem ja schon mal die Hoffnung, dass er jetzt nicht ganz kaputt ist. Oder musste man mit dem irgendwie mit diesem Ding hier kämpfen? Ach ja, na klar. Das war das Problem bei denen. Ja, gut, ne, oder dann? Einmal bitte weg. Oh oh. Mach dir aus dem scheiß Zielmodus raus, Krieg. Ah. Und Abflug. Können die kleinen Drecksviecher mal weggehen? Ist immer noch nicht tot, wa? Au. Tja. Jetzt reicht's mir, verschwinde. Und du auch. Ich hab eh keine Ahnung, wieso der jetzt wieder hier ist. Vor allem, der war hier noch nie eigentlich. Ich meine, wieso der jetzt plötzlich hier ist. Ach so, darum war der eingesperrt. Das ist der eigentliche Kerkermeister. Der wollte echt gerade seinem Körper eine Herzmassage verpassen. Was habe ich jetzt davon, den nochmal gekillt zu haben? Also eigentlich, da ich hatte ja nur vergessen, wie er geht, ansonsten wäre wahrscheinlich gar nicht so schwer gewesen. Aber, what the fuck? Warum? Einfach nur, weil, ja, du bist jetzt stärker hier und stärkere Gegner. Oder wie? War hier drüben nicht noch irgendwie was? Irgendwie so ein Amboss? Hier war doch irgendwie ein Amboss. Kann ich damit was anfangen? Nö, irgendwie immer noch nicht. Hm. Na gut, der Part ist schon wieder ziemlich lang, aber wir schaffen es jetzt hoffentlich noch wieder zurück. Ach, hier auch noch, wa? Als ob ich für euch Zeit hätte. Wir müssen auch noch bei der Hauptkreuzung nochmal zurück, weil da gab es ja auch noch diese blauen Punkte, mit denen man sich langhangeln konnte. Und wahrscheinlich in allen anderen Gebieten auch, dass man eben noch die Teile der Zornrüstung bekommen kann, bevor man das Herz abgibt. Vielleicht sollten wir das auch machen. Bevor wir ihm das Herz geben, den ganzen Kram suchen. Weil ich habe das Gefühl, den Kram könnten wir hier brauchen. Wisst ihr? Ich sehe überhaupt nichts. Naja, ist ja offenbar auch nicht so wichtig, wa? Wo wäre ich Vergnügen? Alter, sterben die inzwischen schnell. Och ne, jetzt müssen wir wieder reiten. Dann ist er ja noch nicht tot. Leider. Oh. Jetzt aber, komm. So. Kopf ab. Drehen. Was ist eigentlich das Ding? Och, muss das sein?
Ich hab grad keinen Bock auf euch. So. Können wir mit der Platte hier inzwischen was machen? Ja, ich glaube fast, ich werde noch nicht mit Samael reden, sondern mich erst noch mal ein bisschen mehr umgucken. Ob ich nicht noch den restlichen Teil der Abgrundrüstung und so weiter finde. Dürfen wir halt nicht aus Versehen mit ihm reden. Wobei, ich glaube, danach können wir uns immer noch offen bewegen. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon vorbei ist, das Spiel. Der glühende Galgenturm. Ach, wie schön. Hey! Ich wollte mich an das Vieh dranhängen. Ging das nicht? So. Den Dicken lasse ich einfach in Ruhe, glaube ich. Oder auch nicht. Fuck. Ja, man sieht, diese Fähigkeit ist sowieso nicht total lächerlich unterpowered. Genauso wie der Typ. Ach ja, das war unser allererster Boss in dem Spiel, ne? Den wir gerade umgelegt haben. Ja, wir sind, glaube ich, ein bisschen stärker geworden inzwischen. Töte dich mit Kleingeld. So, einmal kurz hochgucken. War hier irgendwas? Wozu kann man hier hoch? Wahrscheinlich war hier mal eine Kiste. Jo, hi. Lalala. Ja, ich bin gerade da reingegangen. Habt ihr richtig gesehen. Das Dumme ist, wir wissen natürlich nicht, wo wir hin müssen und wo nicht. Weil das steht hier ja leider nirgends. Irgendwie auf der Weltkarte von wegen, ja, da fehlt hier noch was. Es wäre cool, wenn das so wäre. Hier sind wir schon mal drauf rumgeturnt, wirklich? Oh, lieber noch einen Schritt weiter, wa? Das Dumme ist halt, ich weiß überhaupt nicht, wo es noch sowas gab. Da könnten wir jetzt raus, oder wir gehen erstmal hier raus. Ach, hi. Danke. Tja. Okay, hier können wir gar nichts machen. Hat sich wahrscheinlich vorher in die andere Richtung gedreht. Das könnte knapp werden. Kurz gesagt, wir springen lieber noch einen weiter. So. Ich meine, hinlaufen ist jetzt nicht so das Problem. Und das Wegkommen erst recht. Dann gehen wir einfach über Wulgrim zurück. Auch wenn ich den Schlangenpfad nicht mag, weil es immer so ewig dauert, da lang zu laufen. Einfach nix da ist. So. Und wäsch mit ihm. Vierer-Kombo. Wurden wir irgendwie getroffen oder habe ich was verpasst? Ja, jetzt greif mich doch bitte auch an. Endlich fertig. Da war wohl nix. Das Dumme ist, ich weiß einfach überhaupt nirgendwo, was war. Ich meine, ich glaube, wir müssen in jedes Gebiet sowieso nochmal rein. Unter anderem eben auch hier. Das ist praktisch halt, wir können inzwischen immerhin reiten. Da ist ein Wulgrim-Posten. Ja Mensch, da haben wir schon das erste gefunden. Aber nur ein Lebensstern-Stück. Lebenskern. So, nicht Stern. Stück des Lebenssteins. Jo. Danke. Da ist Wulgrim wieder. Ich glaube nicht, dass wir da drauf stehen können, oder?
Ich nehme sehr viel mehr an, dass wir auf der Unterseite da irgendwie rein können. Auch ihr wieder. Oder auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, auch wieder an die Oberfläche. Oh. Ach, das ist diese Unterwasserhöhle, da können wir nicht viel machen. Da sind ein paar Fischis. Blöd ist, hier haben wir leider auch nicht die Kiste gefunden, mit der wir die Karte haben. Da oben wollte ich, glaube ich, nochmal hoch. In den Keller geht's da. Hm, uninteressant. Genau, da war noch was. Ist das nicht so ein Ding zum Festhaken? Hä? Spiel? Das ist doch so ein Ding zum Festhaken, oder geht das nur von dem anderen Hausdach? Ich bin jetzt einfach auf dem falschen Haus. Schrägstrich dem falschen Dampfer. Da komme ich nicht so einfach hoch. Darf ich dahin? Blöde Frage. Okay, wir dürfen also nochmal komplett außenrum, soll das heißen. Yay. Und ja, mir ist bewusst, dass die Folge jetzt etwas lang ist. Deswegen werde ich sie auch wieder mal kürzen. Ha! Wo ging es hier hin? Es gibt einfach so viele Wege hier, das ist... Wenn man da ewig nicht mehr war... Ich meine, das ist ja schon etliche Zeit her, dass wir das Projekt gestartet haben. Es ist bezaubernd, dass du mir deine Aufwandlung machst. Und wer bist du? What the fuck? LOL! Alter! Was ist das? Für ein Typ? Erstmal die anderen bitte loswerden. Der kontert! What the hell? Was ist das? Wer ist das gewesen? Ist das irgendwie so ein totaler Secret-Gegner jetzt? Den man irgendwie an 5 Orten im ganzen Spiel suchen muss, damit man irgendein extremes Special-Item kriegt. In Klammern total special. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt einfach an jeder Stelle ist, wo vorher eins von diesen schwarzen Rufsymbolen war, wo man in die Arenen rein konnte. Andererseits kann das nicht sein, weil an so einer Stelle waren wir schon. Also bei diesem unterirdischen, unterseeischen meine ich besser. Hier ist eh nix. Der war ja echt komisch. Vor allem, wieso konnte ich eben das Pferd herrufen? Das war ja eigentlich überhaupt nicht, nicht nennenswert, die Stelle zum Reiten. Diese 2 Meter. Und hier hingegen geht's nicht. Jetzt geht's wieder. Schlitz. Kann man zwar reiten, aber trotzdem braucht man genauso lange, wenn man die ganzen Drecksviecher rumschnitzt. Was war das? Und hier waren wir schon. Kommt man hier runter? Ah, okay, da will ich jetzt nicht runterspringen, ehrlich gesagt. Sag jetzt nicht, ich muss, weil ich nicht wieder runter hochkomme. Ach, leck mich doch. Darf ich dann nochmal rumlaufen? Also, sorry, da weiß ich nicht, was das soll. Ein bisschen genervt gerade von der Stelle davon, dass ich hier nochmal rumlaufen darf. Weil, okay, das liegt auch daran, als wir hier im Let's Play waren, hat mich das schon so genervt, dass man immer komplett außen wieder rumlaufen darf dafür. Jedes Mal komplett wieder durchschwimmen und hoch und wenn wir jetzt den Sprung verkacken, nochmal. Okay, es hilft uns eh nichts, wenn wir da jetzt hinkommen.
Das macht sowieso noch gar keinen Sinn, wenn wir uns weiter umgucken, weil da vorne ist einfach nur wieder so ein gelber Punkt, mit dem wir wieder nichts anfangen können. Ich finde es so doof, dass wir uns da nicht mal hinziehen können. Ich sehe auch nicht, dass wir von der Kette daraus hinkommen. Probieren sollten wir es natürlich mal kurz. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, wir können die Schwungrichtung auch gar nicht ändern. Nee. Nicht so wirklich. Okay, dann würde ich sagen... Pferd? Otti? Hallo? Eben sind wir doch hier lang geritten. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Boah. Dämliches Pferd. Hätte ich auch gleich runterspringen können. Wäre schneller gegangen. Also manche der Regeln des Spiels verstehe ich dann eben nicht. Heißt einfach, ja, da darfst du reiten, jetzt plötzlich wieder nicht, obwohl es genau die gleiche Stelle ist. Tja, ne? Ich meine, es wäre irgendwie sinnlos, wenn man die Chaosrüstung erst bekommen kann. Chaosrüstung, ist das richtig? Ich glaube schon. Wenn man das Spiel fertig hat, das wäre ja blödsinnig. Lokal bitte. Okay, rechts ist nichts. Das heißt, da gucken wir als erstes mal lang. Wenn wir da natürlich schon reingucken konnten, wird da wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Jo. Naja, wird einfach eine extra lange Sammelfolge. Auch wenn wir bisher nur eine Kiste gefunden haben. Oh ne, zwei, glaube ich. Ich weiß es nicht mal mehr. Egal. Auf jeden Fall haben wir Fische. Ignorieren wir sie einfach. So. Einfach nur wieder dieses Klacken im Kopf von dem Spammen von diesem Button. In der Richtung ist nichts. Ich wünsche, mit dem neuen Item könnten wir ein paar von diesen nervigen Kletterparkstellen hier überspringen. Er ist nicht gesprungen. Also, wirklich. Er ist wirklich nicht gesprungen. Hältst du dich bitte fest? Danke. Ja, go. Dass man das mal spammen muss. Einmal drücken ist doch viel geiler. So. Da ist wieder Wulgrim. Hier war ja die Stelle, wo wir den Hammerriesen als Verbündeten hatten, ne? Jo. Ob der immer noch hier irgendwo ist? Wäre ja interessant zu wissen. Problem ist eben, ich weiß jeweils nicht, ob wir hier irgendwo die Karte hatten, mit dem wir sehen konnten. Ob wir eben alle Kisten schon haben oder nicht. Gratis Leben. Oder auch nicht. Übrigens können wir inzwischen selber die Türen aufmachen. Wisst ihr noch damals, als wir immer darauf warten mussten, dass uns die Tür aufgemacht wird? Und noch gleichzeitig die ganzen Hühner angegriffen haben. Schön, dich wiederzusehen, Reiter. Das war die falsche Tür, wa? Ich wollte mit ihm reden und ihn nicht angreifen. Und jetzt verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besuchen. Kann ich das Schwert haben? Na gut, ich hau ab. War die falsche Tür, tut mir leid. Diese Art, ich weiß nicht, ein Mensch ist das ja nicht. Glaube ich. Die sieht man in Darksiders 2, glaube ich, sogar noch viel mehr. Ich glaube, da gibt es ein ganzes Dorf von denen. Aber ich weiß also auf Darksiders 2 fast gar nichts mehr, außer eben, dass man denen tot spielt. Hauptsächlich. Toll, da hat man eine Knarre und kann nicht auf Raben ziehen. Was ist denn da los?
Hier kann man sich nicht voll heilen, aber es dauert, glaube ich, ein bisschen. So. Tja. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Spannendste. Ich weiß vor allem noch nicht mal, ob wir hier was finden. Ich glaube nämlich fast nicht. Obwohl an der einen Stelle vielleicht. Hier haben wir gegen Uriel gekämpft. Hier steht zum Beispiel auch noch eine Felskiste. Vor allem, da sind wir hergekommen. Hinter uns geht's auch weiter. Und da auch. Soweit ich weiß, hatte der Raum noch nur zwei Ausgänge. Was ist dann hier? Okay. Und der andere? Ich könnte natürlich einfach auf der Map nachgucken, aber nee. Achso, von der einen Seite ist er gekommen und ich von der anderen. Moment, das heißt, wir können jetzt da lang gehen, wo er hergekommen ist. Das ist auf seiner Seite ja auch irgendwas gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt, wir finden hier sogar New Content. Etwas, was wir bisher noch nicht sehen konnten. Nein. Okay. Dann schauen wir mal nach. Nee, Moment, hier waren wir aber schon mal. Das hat er uns wahrscheinlich aufgemacht. Verdammt. Tja. Gut. Vielleicht hätten wir doch erst noch das Herz abgeben sollen. Vielleicht hätten wir dann die letzte Fähigkeit bekommen. Aber ich glaube eigentlich eher, dass der uns dann direkt aufs Maul gibt, sobald wir ihm das geben. Naja, wenn wir die nächsten Wurgrim-Positionen erreichen, dann reisen wir dahin. Und in der nächsten Folge geben wir ihm dann das Herz. Vielleicht soll ich einfach mal nachlesen, ob das. Ich weiß, es ist langweilig, das so zu machen, aber. Ob man das vorher machen sollte mit der Rüstung und so weiter oder nicht. Spannend. Ach ja, das war es mit der Quälerin hier. Da ist auf jeden Fall ausnahmsweise mal eine Kiste eingezeichnet. Das heißt, wir müssen auch nur da nochmal hin. Das heißt, einfach links halten, dann geradeaus. Also irgendwie nach da oben links. Lass mich raten, da kommen wir jetzt von hier nicht hin. Scheint korrekt zu sein. Obwohl. Ja, eigentlich müssen wir da irgendwie durch. Das ist oben. Ach warte, das ist ein Treppenhaus, passt schon. Diese Kartenart verwirrt mich immer ein bisschen, weil die eben zwei Ebenen gleichzeitig zeigt. So, ich glaube, jetzt müssen wir hier raus und dann nach links. Jo, sieht gut aus. Stimmt das überhaupt? Ja. Erstaunlicherweise. Dann holen wir uns jetzt hier schon mal die letzte Kiste. Wenn es denn geht. Ach, die Stelle war das. Erinnert ihr euch noch, als ich da dumm war? So wie jetzt. Komm runter. Boah, wie nervig. Er ist aber schon wieder nicht gesprungen. Ich glaube, ich darf das nicht machen, wenn das Ding noch in Bewegung ist. Bleibt auch länger oben, als ich in Erinnerung hatte. So. Guck, guck. Es kommen aber auch gar keine Gegner mehr. Dahinter? Wie soll ich denn dahinter kommen? Da oben schon mal nicht. Hä? Oder kann ich den Zug hier irgendwie rausziehen? Nee. Ach, hier kann man da gerade so durch. Es sah überhaupt nicht so aus, als ginge das. Noch mehr Leben. Ach, wer braucht denn sowas? Na gut, haben wir jetzt, glaube ich, zumindest hier schon mal alles abgefrühstückt.
Sollen mir so gesehen recht sein. Das heißt, wir können jetzt aber auch direkt wieder umdrehen. Ja, das soll mir recht sein. So toll fand ich die Gegend hier auch nicht, dass ich jetzt unbedingt noch mal drum rumlaufen müsste. Ach, guck mal, ich habe noch eine Möglichkeit, nochmal zu failen. Ist das nicht herrlich? So. Bums. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich kann die Folge jetzt auch hier beenden. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich bei der Kreuzung in der Nähe bin. Und da noch zwei Kisten holen, dann gehen wir das Herz ab. Okay, bis dann. Ciao.